Hallo, hier ist der Christian von übergizmo.de. Wir sind gerade auf der IFA in Berlin und ich habe hier das gerade neu vorgestellte Acer Liquid Z630, schwerer Name, in der Hand. Und das wollen wir uns einfach mal genau anschauen. Das Acer Liquid Z630 ist 8,9 mm dünn. Wir haben hier ein Kunststoffgehäuse, das so ein bisschen Metalloptik hat. Und das Display ist 5,5 Zoll groß. Wir haben eine HD-Auflösung von 1280x720 Pixel. Und angetrieben wird das Ganze von einem MediaTek-Chip, und zwar dem Modell MT6735 mit 1,3 GHz. Wir haben 2 GB RAM und 16 GB Speicher in der Basisversion. Es gibt aber von diesem Modell auch noch eine S-Version, die soll dann einen Octa-Core-CPU und 3 GB RAM und 32 GB Speicher integrieren. Acer positioniert das Ganze hier als das perfekte Selfie-Phone. Und zwar haben wir hier auf der Vorderseite eine 8-Megapixel-Frontkamera mit einem Weitwinkelobjektiv. Und auf der Rückseite haben wir ebenfalls eine 8-Megapixel-Kamera und einem LED-Blitz. Dann, was gibt es hier noch zu sagen? Das Ganze läuft natürlich mit Android 5.1 und hat LTE, WLAN, UMTS, GPS, alles mit drin. Das Ganze wird schon in Kürze erscheinen, und zwar noch im September, und die Preise starten bei 199 Euro. Das war's jetzt hier mit dem kurzen Hands-on zum Acer Liquid Z630. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.